So, hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft 1.20 Seed-Video. Und zwar ist das heute die Winter-Wunderland-Edition. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe euch heute drei wunderprächtige Winter-Wunderland-Seeds rausgesucht. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt einfach mal an mit dem ersten der drei Winter-Wunderland-Seeds. Und wie ihr seht, ist das hier bereits ein ziemliches Winter-Wunderland. Wir spawnen auf genau diesem Block und wir gucken, glaube ich, also ich zumindest habe in diese Richtung geguckt. Also ich spawne genau hier drauf. Also die Glowstone-Säule, ne, die ist natürlich nicht da. Ihr spawnt aber genau da, wo die Glowstone-Säule platziert ist. Auf diesem Baum hier bin ich zumindest gespawnt. Und der Grund, aus dem dieser Seed so nice und so cool ist, also erstmal der erste Seed ist folgendes. Oder sind folgende Faktoren, sage ich mal. Dieser Seed hat so eine kleine Background-Story. Wir spawnen zwar hier auf diesem Baum, aber unser Zuhause ist dieses nette kleine Iglu direkt hinter unserem Spawn. Wir spawnen also quasi hinter diesem Iglu. Das ist quasi hier quasi unser Zuhause, von dem aus wir jetzt aufbrechen und lustige Abenteuer erleben. Und natürlich hat dieses Iglu auch einen Keller. Wir haben hier also ein kleines Keller-Iglu. Vielleicht haben wir hier einen unserer Freunde unten drin, der noch ein normaler Villager ist und der andere ist halt ein Zombie-Villager. Also ist halt immer so in diesem Keller. Ne? Man hat mal einen normalen und einen Zombie-Villager. Ich habe die Welt extra auf Easy und nicht auf Peaceful generiert, damit hier schön der Zombie-Villager diesmal auch mal ausnahmsweise noch da ist. Wir sehen also, hier haben wir einen unserer Villager-Freunde und das ist der andere Freund, der jetzt hier vielleicht, ja, konvertiert wurde zu einem Zombie. In der Regel haben wir hier normalerweise auch alles, um ihn wieder zurückzukonvertieren natürlich. Jawohl, da ist auch der goldene Apfel. Das heißt, ihr könnt, ich weiß nicht, ob der goldene Apfel immer garantiert ist, aber ja, ihr könnt ihn dann halt zurückkonvertieren. Das ist quasi unser Spawn, sag ich mal. Um uns die Seeds findet ihr oben rechts im Video, also da oben rechts in der Ecke. Da wird der Seed immer jeweils angezeigt und auch in der Beschreibung sind die Seeds verlinkt. Die sind für 1.20 in der Java-Edition, also wenn ihr die Bedrock-Edition spielt, kann ich euch nicht garantieren, dass die Seeds funktionieren. Natürlich, logischerweise, wahrscheinlich nicht. Machen wir mal weiter. Direkt neben dem Spawn haben wir hier ein Schiffswrack. Davon haben wir mehr auf diesem Seed übrigens. Per Zufall, lustigerweise. Danach habe ich überhaupt nicht geguckt, aber hier haben wir ein Schiffswrack, glaube ich. Aber das ist irgendwie ein bisschen verbuggt generiert, natürlich, weiß nicht genau. Aber ja, hier ist ein Schiffswrack. Ich vermute auch mal, dass da unten eine Truhe ist. Dann haben wir in diese Richtung, wenn wir also in die Richtung, in die man vom Spawn aus guckt, sag ich mal, wenn man reinspawnt, wenn wir hier ein Stückchen in diese Richtung hier gehen, haben wir hier ein weiteres Schiffswrack, und zwar da hinten, auf diesen Eisbergen hier. Ja, da hinten haben wir das. Also haben wir gleich zwei Schiffswracks in der Nähe vom Spawn. Und wie ihr seht, das hier ist wirklich, ne, also alles sehr, sehr eisige, schneeiges Winter-Wunderland-Terrain, also weihnachtliches Terrain auch irgendwo, sag ich mal. Und dieser Seed ist in der Hinsicht der Größe. Also dieser Seed hat einen riesigen Bereich mit Taiga-Biomen und diesem Eisozean hier mit, diesen, ne, mit den ganzen Eisbergen und so weiter und so fort. Das ist hier riesengroß auf diesem Seed. Die anderen beiden Seeds sind da etwas kleiner. Das ist der größte in der Hinsicht. Das heißt, wenn ihr wirklich ein riesiges Gebiet haben wollt mit viel schneeigem, eisigen ja, Terrain zum Exploren, dann ist dieser Seed hier der richtige für euch. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz nach, ob wir hier Glück. Oh, wir haben ganz schön Pech, haben wir hier immer. Also ich habe ganz schön Pech, aber das Glück für euch wird natürlich anders sein. Deswegen mit ein bisschen Glück. Und ja, das ist auch eine interessante Geschichte, die diese Eisbergen, dieses Schiff jetzt hier irgendwo erzählen. Ne? Also das Schiff ist irgendwie hier so, ja, kaputt gegangen. Schiffsbrüchig geworden und dann ist da irgendwie so ein Eisberg entstanden und das Schiff hängt da irgendwie mit drin, wie auch immer das Schiff da reinkommen ist. Aber gut, gehen wir mal in eine andere Richtung. Ich werde euch auf diesem Seed nicht allzu viel zeigen. Ich möchte das hier so als so eine Art Exploration Seed behalten, sage ich mal, dass ihr hier selber ein bisschen erkunden könnt. Aber ein, zwei Dinge werde ich euch dann natürlich doch zeigen. Also hier haben wir den Spawn, dann haben wir das Schiffswrack, dann haben wir dieses Schiffswrack da. Und ich werde euch jetzt noch ein oder zwei weitere nützliche, notable Locations zeigen. Und zwar haben wir hier noch ein weiteres Schiffswrack, und zwar ist das in diese Richtung hier. Dieses Schiffswrack hier haben wir noch. Dann haben wir dahinter noch ein weiteres Iglo. Da in diese Richtung, dahinter, geradeaus, das da hinten, ist ein weiteres Iglo. Ich glaube, das Iglo hat keinen Keller übrigens. Dann haben wir hier noch ein weiteres Schiffswrack. Das werde ich jetzt nicht exploren, keine Ahnung, was auch immer. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch ein Village, das hier in greifbarer Nähe vom Spawn ist. Und zwar ist das ein gutes Stückchen weit entfernt. Ihr geht quasi zu diesem Schiffswrack und dann geht ihr quasi schnurstracks geradeaus in diese Richtung hier. Für eine ganze Weile. Ein Stückchen weiter links müsst ihr, glaube ich, noch. Und dann haben wir da hinten noch ein kleines, nettes, feines, kleines Village. Bin mir gar nicht ganz sicher, wo es ist. Ich glaube, da ist es, oder? Ist das das Village? Jawohl, da ist das Village. Und das wäre auch schon der erste Seed. Mehr möchte ich euch hier nicht zeigen. Wie ihr seht, das eisige Gebiet hier, das eisige Terrain, die eisigen Biome, schneeigen eisigen Biome, die erstrecken sich in alle möglichen Richtungen noch viel, viel weiter. Das ist also wirklich ein riesengroßes Schneegebiet hier. Wenn ihr also wirklich so ein großes, schönes Winterwunderland hier haben wollt, sage ich mal, ist das hier der Seed für euch, sage ich mal. Und ja, hier haben wir noch ein kleines Village, wie bereits gesagt. Aber gut, das wäre es soweit für diesen Seed. Lasst mir uns lieben gerne ein Abo da für weiteren coolen Content dieser Art. Ich habe schon eine ganze Menge weitere Seed-Videos auf meinem Kanal auch hochgeladen. Schaut da lieben gerne vorbei. In meiner Minecraft-Kurztipps-Playlist habe ich die, glaube ich, bis jetzt alle verlinkt. Vielleicht werde ich auch mal eine extra Seed-Playlist für Seed-Videos quasi irgendwann mal erstellen. Aber ja, schaut lieben gerne auf meinem Kanal vorbei für weitere coole Videos. Und lasst mir lieben gerne auch ein Abo da, um mich zu unterstützen. Das würde mich sehr freuen. Wenn ich euch also helfen kann mit meinen Seed-Videos oder generell mit meinen Videos, dann helft mir lieben gerne auch aus dem Abo, Like oder auch Kommentar. Und ich sollte an dieser Stelle vielleicht eben kurz anmerken, ich habe sonst auch immer eine Facecam. Ich würde euch jetzt ja so Hallo zuwinken, was ich auch gerade getan habe, aber ihr könnt mich halt nicht sehen. Ich habe die vorerst ausgeschaltet, zumindest für dieses Video jetzt, weil im letzten Seed-Video mein Facecam irgendwie total rumgebackt hat. Deswegen im nächsten Seed-Video werde ich wahrscheinlich wieder ein Facecam haben, aber für dieses Video heute halt erstmal nicht. Ich will erstmal die Probleme damit resolven, sage ich mal, und fixen. Aber gut, machen wir weiter mit dem zweiten Seed, würde ich sagen.
So, und damit herzlich willkommen zum zweiten Seed dieses Videos. Wie ihr seht, auch hier spawnen wir in einem Winterwunderland, sage ich mal, aber auf den ersten Blick sieht es nicht so aus. Wie ihr seht, haben wir erstmal ja, ein relativ waldiges Gebiet und einige von diesen Spruce Trees sind das, glaube ich. Ja. Und ein paar Azalea-Bäume haben wir auch. Da hinten haben wir einen, hier haben wir, glaube ich, einen. Sind das Azalea-Bäume? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir gehen mal kurz in den Creative-Modus. Hoppala, so. Azalea Leaves, ja, das ist ein Azalea-Busch oder Azalea-Baum, was auch immer. Ich gehe mal wieder zurück in den Spectator-Modus, da gibt es nämlich einen guten Grund zu, warum ich im Spectator-Modus nicht im Creative-Modus bin, auf diesem Ziel. Aber ja, wie ihr seht, auch das hier ist ein relativ großes Winterwunderland, sag ich mal, den wir rein spawnen. Überall ist Eis und Schnee, bis auf jetzt hier am Spawn, da ist es etwas wärmer, schätze ich mal. Aber überall um uns herum haben wir jede Menge schneeiges, eisiges Winter- und Weihnachts-Terrain zu exploren, zu erkunden, sag ich mal. Der Grund, aus dem dieser Seed aber so cool ist, ist ganz einfach ein anderer als der letzte. Der letzte hatte so eine kleine Story, wir spawnen ne, in so einem Iglu. Der Grund, aus dem dieser Seed so cool ist, ist, das hier ist ein Archäologen-Seed. Das ist was für die Archäologen unter euch, sag ich mal. Denn, wie ihr vielleicht gerade schon im Augenwinkel sehen konntet, wir spawnen direkt neben einer Trail-Ruin. Das hier ist eine von diesen neuen Trail-Ruin-Dingern. Von diesen Trail-Ruinen, sag ich mal. Wenn wir kurz unterirdisch mal in die Erde reingehen, sehen wir unten, anscheinend haben wir auch ein relativ großes Lush-Cave-System hier unten. Interessant, das wusste ich gar nicht. Aber unabhängig davon haben wir hier eine Trail Ruin, wie ihr seht, die könnt ihr ausbuddeln und könnt ihr dann mit eurem Archäologie-Pinsel alle möglichen Dinge auspinseln. Wenn das also etwas ist, was ihr cool findet, dann habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn es gibt nicht nur einen Trail Ruin, sondern gleich mehrere. Ich werde euch jetzt auch von diesem Seed nicht allzu viel zeigen, nur die Sachen, die ich so als notable bezeichnen würde oder befinden würde. Ja, also nur Sachen, die wirklich anmerkungswert sind, sage ich mal. Denn wir haben noch eine weitere Sache hier, und zwar ist das ein Ruin Portal, das haben wir hier. Also wir spawnen quasi, wir gucken in diese Richtung, dann dreht ihr euch quasi einfach einmal um und dann habt ihr hier das Ruin Portal. Und wenn ihr dann in diese Richtung noch weitergeht, gibt es noch viel mehr als nur ein Ruin Portal, nämlich gibt es auch noch ein paar Villages, drei an der Zahl. Es gibt theoretisch, glaube ich, sogar noch mehr, aber das sind so die Sachen, die ich euch hier an der Stelle einmal zeigen möchte. Und zwar haben wir hier einmal ein Village, genau hier haben wir eins. Dann haben wir dahinter noch ein kleines Village, da hinten. Ich schätze mal, ich fliege auch da mal kurz rüber. In Sachen Villages ist das dritte Village, was ich euch gleich zeigen werde, in meinen Augen übrigens das coolste. Ihr werdet gleich auch sehen, warum. Aber außer den Villages haben wir hier noch eine Sache. Nämlich, wie gesagt, das ist das zweite. Ihr kommt also quasi von da hinten, lauft quasi schnurstracks geradeaus in diese Richtung hier und findet dann dieses Village. Dann ein Stückchen weiter rechts dahinter haben wir noch dieses Village. Und auf dem Weg zu diesem Village hier, da müsst ihr aber ein bisschen Ausschau halten. Das ist ein bisschen schwierig, das zu finden. Deswegen bin ich im Spectator-Modus. Dadurch ist es ein bisschen leichter, das zu finden, weil ich einfach in den Boden rein hochklippen kann. Aber jetzt habe ich es gerade auch so schon gefunden und entdeckt. Da haben wir nämlich noch eine weitere Trail-Ruin, und zwar gleich hier, vor diesem Village. Wie ihr seht, wenn ich in den Boden reingehe, haben wir auch hier diese einzelnen Blöcke, die quasi frei bleiben, wenn Trail-Ruins generiert werden. Das heißt, das ist jetzt eine weitere Trail-Ruin quasi an dieser Stelle. Und wie ihr seht, haben wir auch alle möglichen Höhlensysteme, unterirdisch, in quasi alle Richtungen, alle möglichen Höhlensysteme. Eine weitere Trail-Ruin haben wir hier. So, da haben wir die Trail-Ruin. Dann haben wir da hinten das Dorf. Und von hier aus gehen wir jetzt einfach in diese Richtung. Also quasi ungefähr auf der Höhe der Trail-Ruin ist es, glaube ich, beziehungsweise ein Stückchen weiter links. Seht quasi, ne, wenn ihr das Dorf erreicht, dreht ihr euch nach links und geht dann ein Stückchen weiter nach links, ganz kleines Stückchen. Oder ihr lauft einfach auf Höhe der Trail Ruin nach links rüber. Und da findet ihr dann da dieses Village da hinten noch. Und dieses Village finde ich auch noch ganz cool, denn dieses Village hat eine coole kleine Höhle daneben. Und zwar diese da, wie ihr seht. Und auf den ersten Blick denkt ihr so, ja, ist eine Höhle. Und dann kommt ihr näher und seht, das ist eine ganz schön große Höhle. Das ist sogar eine sehr, sehr große Höhle. Und ja, finde ich ganz cool. Anscheinend hat das Village hier unten. Wir gehen mal kurz in den Creative-Modus, damit ich hier schneller runterdroppen kann. So. Anscheinend hat das Village hier unten noch eine einzelne Laterne, so eine Straßenlaterne hier irgendwie mitten in der Höhle. Okay, krass, ein Villager wohnt einfach im Village. Ein Villager wohnt im Village, ja, das ist logisch. Ein Villager wohnt einfach hier unten in der Höhle. Das ist anscheinend hier der nicht so soziale Villager, das ist der introvertierte Villager des Villages, I guess, ja. Das ist der Introvert, der lebt hier alleine, abgeschieden in der Höhle. Ja, den müsst ihr vielleicht ein bisschen besser verteidigen, wenn ihr unten irgendwie will. Hab ich gerade was gehört? Ist hier unten einer drin? Ist hier unten ein Villager? Hier unten drin oder so? Ne, keine Ahnung. Aber auch das scheint ein ziemlich großes Höhlensystem zu sein, wenn ich hier mal kurz runter. Ja, das ist. Das würde ich als ganz ordentlich bezeichnen, aber das könnt ihr natürlich lieben gerne alles selber erkunden. Ich will es hier auch gerade gar nicht großartig weiter. Die Höhle hier jetzt schon spoilern für euch, sag ich mal. Ich wollte nur euch zeigen, dass es dieses Höhlensystem gibt. Den Villager, wenn da unten einer spawnt bei euch, den müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen besser beschützen und verteidigen. Ich glaube, der wird sonst relativ schnell über den Jordan gehen. Und auch hier haben wir noch eine nette kleine Höhle, glaube ich. Ja, da. Und in die Richtung auch, glaube ich. Ja, ich will auch gar nicht weiter das Terrain hier spoilern. Ich lasse euch das alles liebend gerne selber erkunden. Wie bereits gesagt, ist das schneeige Gebiet hier nicht ganz so groß wie im ersten Seed, aber noch relativ groß. Und wir haben, wie gesagt, ein paar Trail Ruins und ein paar Villages. What is not to like? Ich glaube, ein paar Igloos gibt es auch, aber da weiß ich gerade auswendig nicht genau, wo sie sind. Und die lasse ich euch lieber mal selber finden. Und den Rest lasse ich euch auch selber erkunden. Das sind nur die Sachen, die ich euch zeigen wollte, warum dieser Seed ganz cool ist. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt nochmal weiter mit dem nächsten und dritten und damit auch letzten Seed des heutigen Videos.
So, und damit herzlich willkommen zum dritten Seed des heutigen Videos. Und wie ihr seht, auf diesem Seed spawnen wir ein paar Blöcke weiter unten natürlich. Spawnen wir so, also hier an dieser Stelle, wenn wir ein Stückchen hochfliegen, sehen wir, dass wir mit einer Aussicht auf ein echt wunderschönes, cooles, kleines Tal da hinten spawnen. Aber auch auf diesem Seed bin ich erneut im Spectator-Modus, denn die interessanten Aspekte des Seeds befinden sich im Untergrund, sag ich mal. Aber ja, natürlich, auch hier haben wir ein wunderschönes, winteriges, weihnachtliches Gebiet. Die weihnachtliche, winterige Schneezone hier ist etwas kleiner als auf den anderen beiden Seeds. Ich würde sagen, der Schneebereich hier ist der kleinste, sag ich mal, von den drei Seeds. Was allerdings natürlich nicht heißt, dass er klein ist. Ihr werdet gleich sehen, wie groß auch dieser Schneebereich noch ist. Das zeigt euch irgendwo eigentlich einfach nur, wie groß die Schnee- und Eiszone quasi auf den anderen beiden Seeds ist. Also dieser Seed hat wahrscheinlich den kleinsten Bereich an Schnee- und Eisbiomen. Und trotzdem ist es immer noch ein riesiges Gebiet. Die anderen beiden Seeds haben noch viel, viel größere Bereiche, was das angeht. Aber ja, so wie bereits gesagt, die interessanten Aspekte dieses Seeds befinden sich eigentlich nicht an der Oberfläche, sondern eigentlich eher im Untergrund. Und ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir erstmal einen Weg in den Untergrund reinfinden. Wir spawnen hier, wir drehen uns einfach mal nach links und fliegen ein Stückchen hier rüber und finden dann erstmal direkt ein Ruined Portal, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Das müsste sich ungefähr hier irgendwo befinden. Jawohl, da ist es auch schon. Da haben wir ein Ruined Portal. Und dann haben wir ein Stückchen weiter hier, glaube ich, auch noch irgendwo ein Iglu gehabt mit einem Keller, soweit ich weiß auch. Ich bin mir nur gerade nicht ganz sicher, wo das Iglu war. Es war irgendwo hier. Es war irgendwo hier, hör mal. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es war. Da war es, glaube ich. Habe ich nicht gerade schon im Augenwinkel gesehen. Ist das da? Ist das das Iglu? Nee, ich glaube nicht. Ui, jetzt habe ich gerade vergessen, wo das Iglu ist. Hör mal. Aber irgendwo hier gibt es ein Iglu. Ist aber auch halb so spektakulär. Ja, es gibt hier halt irgendwo in diesem Bereich, hier gibt es irgendwo ein Iglu. Ich glaube, ein Stückchen weiter in diese Richtung noch. Ich glaube, da dann irgendwie ist dann gleich irgendwo ein Iglu. Ist aber nicht weiter wichtig. Was viel wichtiger ist, ist nämlich, was ich euch jetzt zeigen werde. Also das Iglu ist nur so eine Nebensache auf diesem Seed tatsächlich. Ja. Wer Iglus mag und so weiter und so fort, da habe ich andere Seeds für. Mit jede Menge Iglus. Wir suchen uns nämlich jetzt erstmal einen Eingang. Und wie ihr seht, also da hinten, ich zeige euch noch mal kurz hier, da hinten ist der Spawn. Ja. Da hinten spawnen wir. Wir gehen hier rüber. Und dann haben wir hier so eine coole kleine Dripstone-Höhle. Die hier einfach als Eingang, als Eingangsbereich quasi fungiert. Wir können hier, glaube ich, na, komm hier nicht runter. Anscheinend ist es gar nicht hier unten verbunden. Ich dachte, als ich das vorhin gesehen habe, dass das bestimmt bis nach ganz unten führt. Aber anscheinend nicht, aber ihr könnt euch hier bestimmt reinbuddeln. Ja, ihr könnt euch hier quasi reinbuddeln und dann findet ihr relativ schnell auch den Weg nach unten. Dann haben wir einen Minenschacht. Okay, aber der Minenschacht ist gar nicht das Interessante. Denn wie ihr seht, der Spawn, der befindet sich. Ich werde mal kurz an die Oberfläche gehen, um euch zu zeigen, wo der Spawn sich befindet. Ihr könnt theoretisch gesehen nämlich auch direkt einfach runterbuddeln, mehr oder weniger. Ja, Moment, ich zeige euch kurz, wo der Spawn ist. Wo war er? Wo war denn der Spawn immer? Da ist der Spawn. So, also hier spawnen wir. Und wenn wir uns jetzt hier runterbuddeln würden, direkt am Spawn einfach, werdet ihr recht schnell bemerken, dass wir hier unter uns direkt am Spawn, wirklich direkt am Spawn, eine Ancient City haben. Nämlich hier. Ja, das ist eine von diesen Warden Cities, sag ich mal. Also hier könnt ihr quasi direkt versuchen, einen Warden wegzuklatschen. Zack, und schon sind wir da. Riesengroß, das Ganze. Aber es ist nicht nur riesengroß hier, sondern es geht ein ganz Stückchen weiter in diese Richtung hier. Dann hört es, glaube ich, hier irgendwie auf, keine Ahnung. Aber keine Sorge, wir gehen einfach noch ein Stückchen weiter und sehen, dass wir hier direkt die nächste Ancient City haben. Also hier beginnt schon direkt die nächste und die ist wirklich groß. Also die andere ist groß, die hier ist wirklich, also wie ihr seht, das ist riesen, gigantisch, riesengroß hier, was hier generiert wurde. Das ist eine riesige Ancient City. Da hinten haben wir gleich noch eine, also wir haben quasi direkt im Spawn zwei Stück. Gleich zwei Ancient Cities hier um den Spawn drumherum. Echt cool, auch ein Mineshaft, der hier irgendwie mit reingedreht wurde. Keine Ahnung, sieht alles sehr, sehr cool aus. Könnt ihr lieben gerne dann alles selber erkunden. Ich werde jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen. Ich wollte euch nur zeigen, dass das Ganze hier ist. Das ist irgendwo das Highlight dieses Seeds, finde ich persönlich. Aber das ist nicht das Einzige, was in dem Seed noch ganz cool ist. Wir haben auch noch einige Villages, die ich euch gerne zeigen würde. Und vor allem haben wir noch ein weiteres Terrain-Feature, sage ich mal, das ich euch zeigen möchte, das sehr cool aussieht. Nämlich haben wir erst einmal, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal das Terrain-Feature in Anführungszeichen. Und das weniger spektakuläre Village. Das Terrain-Feature, was ich meine, ist das hier. Dieser Berg hier, der ist sehr, sehr cool. Direkt in der Nähe vom Spawn, also ihr guckt quasi sogar schon vom Spawn aus auf diesen Berg hier drauf. Das ist so ein zerfressener Berg mehr oder weniger. Wie ihr seht, hier haben wir so ein riesiges Höhlensystem, das irgendwie so durch den Berg durchgeht und unter dem Berg drunter durch und an dem Berg dran. Und wie ihr seht, das sieht echt cool aus. Mein Gott, was ist das für ein. Das ist immer das Loch zur Hölle hier gefühlt. Keine Ahnung, es geht so tief runter. Sieht sehr, sehr cool aus. Das haben wir hier in diese Richtung. Also quasi da hinten spawnen wir auf dem Hügel da hinten, glaube ich. Das ist der Hügel. Ich bin gerade leicht verwirrt. Ne, auf dem Hügel da, glaube ich, ist es, oder? Ne, da. So, da spawnen wir. Ne? Und dann, ihr guckt auch schon diese Richtung, das seht ihr dann quasi schon vom Spawn aus. Dann fliegen wir ein gutes Stückchen weiter an diesem coolen Berg vorbei. Und auf diesem Berg da hinten, ich glaube, der da müsste schon sein, da haben wir dann gleich das erste der drei Villages, die ich euch jetzt gleich noch zeigen werde. Ja, da hinten. Auf diesem, mitten auf dem Berg drauf. Keine Ahnung, was die Villager dabei gedacht haben. Aber die haben ihr feines kleines Village, und das ist auch wirklich nur ein recht kleines Village, würde ich behaupten, haben die mitten auf dem Berg drauf gepflanzt hier. Wobei, so klein ist es auch nicht. Und anscheinend haben sie hier das Underground, die Underground
den Underground-Marktplatz hier und unter dem Berg. Der Rest des Villages ist dann hier darüber. Keine Ahnung, was auch immer das für ein Village ist. Aber hier haben wir ein Village. Das ist das erste von drei Villages. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt actually einmal kurz zum Spawn zurück tp'en. Also werden wir mal kurz Time Search D eingeben. Dann werden wir uns TP 000. Nein, nicht 000, 100 oder so, damit ich nicht mitten im Boden drin stecke. Wunderbar. So, und dann werden wir kurz uns orientieren müssen. So, da in die Richtung spawnen wir. In diese Richtung haben wir die Dripstone, also dieses Dripstone-Ding da, das tatsächlich dann doch keine Höhle ist, wie ich dachte. Und ein Ruin Portal. Irgendwo in der Nähe vom Ruin Portal müsste hier, wie bereits gesagt, wenn wir noch ein Stückchen weiter in diese Richtung gehen, glaube ich. Irgendwo hier gibt es ein Igloo. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wo es ist. Was hier irgendwie? Ich könnte schwören, es müsste irgendwie hier so sein. Wieso übersehe ich das Igloo jetzt immer? Ich habe mir extra eingeprägt, wo es ist, und jetzt habe ich es dann doch vergessen. Irgendwo hier gibt es ein Igloo. Bestimmt sieht man es sogar gerade schon im Frame und ich bin gerade nur zu doof, es zu sehen. Aber irgendwo hier gibt es in der Tat ein Igloo. Also definitiv, ich habe es vorhin mit eigenen Augen gesehen, ich habe nur vergessen, wo es ist. Keine Ahnung, das verschwindet ganz gerne mal, also das blendet ganz gerne ins Terrain rein, sage ich mal. Und dann übersieht man das, weil hier halt alles so weiß ist. Wie auch immer, hier haben wir noch ein kleines Höllenloch. Auch hier haben wir hier haben wir so eine Art Damm und so eine Riesenhöhle auch. Auch die sehr cool. Ihr seht, irgendwie so ein See. Dann hier haben wir so eine Art Landdamm quasi am See. Und darunter haben wir einfach eine riesige Höhle auch nochmal. Auch sehr cool. Wie gesagt, der Spawn ist da hinten. Ihr müsst euch vom Spawn nach links drehen und dann lauft ihr einfach in diese Richtung. Dann findet ihr das ja alles. Und wenn wir jetzt hier noch ein gutes Stückchen weiterfliegen oder gehen, erkunden, was auch immer, dann werdet ihr hier früher oder später zwei Villages finden. Einfach vom Spawn aus nach links drehen und dann einfach geradeaus laufen, mehr oder weniger. Und dann findet ihr hier gleich noch zwei wunderprächtige Villages. Und das wäre alles, was ich euch auf diesem Seed jetzt zeigen wollen würde. Auch hier könnt ihr lieben gerne noch weiter erkunden. Hier gibt es noch viel, viel mehr andere coole Sachen. Aber das sind so die Notable Sachen, sag ich mal, die ich euch jetzt hier gerne zeigen würde. Hier haben wir noch einen coolen kleinen Hügel, sag ich mal, der relativ groß ist. Ich weiß nicht, vielleicht hier oben könnte man auch irgendwie so ein lustiges Schloss bauen. Das ist dann hier das Schloss, das über die beiden Villages herrscht oder so. Ich weiß nicht. Ich könnte euch da ja lustige Dinge ausdenken, natürlich. Ich zeige euch hier nur den Seed und gebe euch vielleicht ein, zwei Ideen, was man so machen könnte. Natürlich. Ja, das ist ja der Sinn dieses Videos, dass ich euch hier den Seed schmackhaft mache und dass ihr dann vielleicht Lust habt, auf einem dieser Seeds zu spielen. Das ist ja der Sinn diesen Videos. Aber ja, wie ihr seht, hier haben wir noch ein Village, da haben wir ein weiteres Village und das wäre soweit ein notable Ding für diesen Seed. Es wurmt mich total, dass ich dieses eine Igloo jetzt gerade nicht finde. Aber ungefähr da, wo ich es euch gezeigt habe, also da ist das Igloo irgendwo. Aber ich weiß halt nicht genau wo. Irgendwo da halt. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Achso, und hier haben wir übrigens, das ist auch noch so eine Sache auf diesem Seed, sowohl am Spawn als auch hier anscheinend auch, haben wir so Halbhöhlen. Das sind nicht so richtige Höhlen, keine Ahnung, die bleiben irgendwie alle auch so, wobei hier kommt man so ein bisschen tiefer runter. Aber besonders am Spawn haben wir einfach so kleine Schächte, die irgendwie so knapp ein Stückchen unter die Erde gehen und dann irgendwie doch wieder direkt wieder aufhören und dann doch nicht viel tiefer gehen. Keine Ahnung, aber das wäre es soweit für diesen Seed. Ich hoffe, dass da was dabei ist für euch. Ich habe eigentlich versucht, jetzt hier wirklich für jeden ein bisschen was reinzupacken. Wir haben was für die Archäologen unter euch. Wir haben was für die großen Erkunder, die riesige Schnee- und Eisbiome erkunden wollen. Das wäre der erste Seed. Der zweite Seed wäre was für die Archäologen unter euch. Und dieser Seed hier ist was für die Untergrunderforscher, sage ich mal. Villages sind eigentlich auf allen Seeds da. Das heißt, solltet ihr irgendwie traden wollen oder in irgendeinem Village wohnen wollen, sage ich mal, dann bei manchen Seeds müsst ihr ein bisschen weiterlaufen, bei manchen nicht. Dieser Seed hat außerdem mal abgesehen von den Ancient Cities da unten hat der Unmengen an Höhlensystemen und coolen Kratern hier, auch das hier zum Beispiel. Also hier ist echt einiges dabei, auf diesem Seed auch. Alle drei Seeds finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich hoffe, sie gefallen euch auch. Schreibt mir lieben gerne in die Kommentare, wenn ihr auf einem dieser Seeds spielt und eure Erfahrungen auf dem Seed. Das würde mich freuen. Da habe ich immer Interesse dran und sowas zu hören. Und natürlich haut mir lieben gerne auch in die Kommentare, was ihr gerne für Seeds sehen wollt. Vielleicht so, oh, ich mag Wüsten-Seeds und da muss das und das sein. Oder ich hätte gerne einen Mesa-Seed mit einer Schneewüste daneben oder was auch immer. Haut mir das in die Kommentare und ich werde versuchen, euch dann ein paar Seeds rauszusuchen, die ganz cool sind und ganz nett sind und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, das wäre es soweit für das heutige Video. Ich bin im Spectator-Modus. Moment. So, wir gehen mal in Creative-Modus, damit ihr mich auch richtig sehen könnt. So. Das wäre es soweit fürs heutige Video. Lasst mir lieben gerne, wie bereits gesagt, ein Abo, ein Like oder auch ein Kommentar als Support da. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, könnt ihr mir damit nämlich auch wunderprächtig aushelfen. Das wäre es soweit fürs heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.